So, ihr Lieben, ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch mit. Ich bin ein Power-User von Lela Quantum und dem Quantum Upgrade. Und jetzt habe ich die große Ehre, mit dem Gründer zu sprechen, mit Philipp Samer von Holzendorf-Fehling. Sehr, sehr kraftvoller Name. Auf jeden Fall sehr schön, dass du da bist. Herzlichen Dank, dass ich da sein kann. Ich freue mich. Die erste Frage. Welche Frequenz nutzt du gerade für das Interview bei deinem Quanten-Upgrade? Self, Love and Partnership. Okay, das Und hat. es ist ganz spannend, weil ich die jetzt das erste Mal gestern eingestellt habe für mich außer der Testreihe. Und ich mache das nach Gefühl. Ja, das ist bei mir tatsächlich so, ich tune ein und gucke, okay, so was ist jetzt dran? Und dann mache ich das. Und das ist das, was gestern dran war. Hatte mich selber auch überrascht, aber das ist tatsächlich die Frequenz, die gerade läuft. Ich spüre schon die Liebe, die rüberkommt. Andere wissen jetzt gar nicht, von was wir reden. Und da kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Meine Frequenz ist gerade hier, weil ich war jetzt 2 Tage sozusagen bei Ärzten und habe nochmal durchchecken lassen und so weiter mit Blutuntersuchungen und Pipapo. Und deswegen dachte ich mir, okay, da hole ich mir die Unterstützung. Und über was wir hier gerade eigentlich reden und was das sein soll, diese Frequenzen, die uns unterstützen. Da kommen wir gleich dazu. Davor würde ich ein bisschen gerne dich noch genauer kennenlernen. Ich finde, du bist auch ein interessanter Mensch. Du warst Vizepräsident bei T-Mobile, aber beschäftigst dich auch irgendwie seit 20 Jahren mit schamanischer Arbeit. Also ich hätte nie gedacht, dass T-Mobile solche Menschen anziehen kann, dass bei T-Mobile dann Schamanen arbeiten und so weiter. Also das ist toll. Dann bist du noch ein sehr, also warst, bist erfolgreicher Tennisspieler, bist jetzt nach Florida gezogen. Also da ist auf jeden Fall viel Energie dahinter, würde ich sagen. Und ich mag das auch immer gerne, wenn, sage ich mal, Menschen, die auch spirituell arbeiten, aber auch sehr gegroundet sind in der materialistischen Welt. Das ist wie so ein Baum dann für mich mit starken Wurzeln, aber auch der sehr dann nach oben wächst und der Sonne entgegen. Wie passt da jetzt das Lela Quantum rein? Oder wie bist du dann auf das Unternehmen gestoßen? Entführ uns da mal in diese Zeit zurück. Ja, das ist im Prinzip, ist es dieser rote Faden, der sich durch mein Leben gezogen hat. Und um das nochmal ganz kurz einfach zu skizzieren, tatsächlich war ich eben in Corporate Europe unterwegs, wie man sagt, und auch Corporate USA. Ja, also ich lebe ja schon seit vielen Jahren mit meiner Familie hier in den USA, war im Vorstand eines mehrere Milliarden Dollar Unternehmens. Also auch, das war nach T-Mobile noch. Und es ist in der Tat wohl nicht so, dass T-Mobile jetzt Schamanen einstellt. Das wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Aber das war für mich so, dass ich ja am Anfang der 2000er, schon vor meiner T-Mobile-Zeit, eigentlich gemerkt habe, ich war eigentlich unglücklich in meinem Leben an dem Punkt, wo ich damals war, und habe gemerkt, dass ich mich von meinen eigenen Gefühlen und Emotionen wie abgeschnitten hatte. Und dass ich die Intuition von anderen eigentlich diskreditiert habe. Die habe ich wie so abgewertet und als nicht, ja, als etwas nicht real sozusagen hingestellt, und habe gemerkt, dass ich das mache, weil ich meine eigene Intuition nicht, da gebe ich keinen Wert, ja. Und da habe ich mich abgeschnitten gehabt. Als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, Mensch, vielleicht liegt da genau der Schlüssel, ja, dass ich genau dahin muss, um das wieder zu öffnen und zu integrieren und dann auch einfach wieder glücklicher zu werden. Dann habe ich angefangen, mich mit Meditation, mit Yoga zu beschäftigen, und dann ging das so weiter. Dann hat mich eben, ja, Heiltechniken haben mich angezogen. Ich wollte von den besten Heilern in der Welt lernen, also nicht von unserem Reiki-Typen von der Straße gegenüber oder so, sondern wirklich von den allerbesten. Also da, wo man dann sieht, dass irgendwie innerhalb von 2 Tagen ein gebrochener Arm geheilt werden kann, oder weiß ich nicht, wo plötzlich irgendwie Kundalini-Energie durchgejagt werden kann und der ganze Körper vibriert, ohne dass derjenige etwas macht, oder dass
was auch immer passiert, ja, ein rotes Auge, das seit 3 Jahren nicht weggeht, plötzlich dann nicht mehr rot ist oder solche Dinge, ja. Von solchen wollte ich lernen. Ich bin dann durch solche Workshops durchgegangen, habe auch schamanische Heiltechniken gelernt. Das alles in parallel wirklich zu meiner Berufskarriere. Und ich habe das nicht wirklich dort mit reinbringen können, weil natürlich so ein Laden wie T-Mobile und auch viele andere sind zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Lage gewesen, dass das so ein, ja, öffentliches, normales Thema wäre. Ja, sondern da ist man natürlich sehr rational unterwegs und trifft rationale Entscheidungen und dort wird eigentlich die Intuition auch weggehalten. Ja, da geht es nicht um Gefühl oder was findet das Herz, was das Richtige ist, sondern da ist, was denkt das Gehirn, dass das Richtige ist. Ja. Und das wurde dann aber für mich zu einem Problem irgendwann, weil ich natürlich mich selber sehr weiterentwickelt hatte und merkte eigentlich, was ich bin, wer ich bin. Ich erinnerte mich sozusagen an meine Urkraft auch und konnte das dort nicht mehr mit reinbringen in diese Corporate World. Und dann bin ich 2016 dann aus diesem milliardenschweren Unternehmen in den USA dann rausgegangen und habe gesagt, ich kann das jetzt nicht mehr. Es war eine schöne Zeit, ich bin da dankbar. Aber ich muss jetzt wirklich aus mir heraus schöpfen. Also das, was wirklich mein Calling ist, das muss ich in die Welt bringen. Und dadurch kam eigentlich Lela Quantum Tech dann ins Leben. Parallel war noch ein wichtiger Impuls, der eben mir geliefert wurde, dass meine Frau, die im Übrigen hellsichtig ist, ganz spannend, als ich die kennengelernt hatte in 2005, da war das für mich nochmal, da war ich noch mit vielen Zweifeln, hatte ich zu tun. Ja, ich machte zwar schon viel, aber ich konnte nicht wirklich Energien lesen und sehen. Jetzt kann ich das mittlerweile. Sie konnte das alles. Das war natürlich für mich dann eine ganz, ganz coole Sache. Aber sie wurde mit chronischer Borreliose diagnostiziert irgendwann. Und dann hatte man ihr gesagt, Mensch, du hast das jetzt schon seit vielen Jahren und du wirst damit leben müssen. Du wirst das nicht heilen können. Das kann man nicht. Ja, so, damit haben wir uns nicht abgegeben. Und das hat in mir eigentlich so diesen, ja, mein größtes Hobby und meinen größten Herzenswunsch mit hervorgebracht, nämlich Menschen helfen zu können und dieses Thema Biohacking und auch später Bioenergy Hacking, das eigentlich da richtig tief einzusteigen. Ich habe immer nach dem nächstbesten gesucht, was meiner Frau helfen konnte. Und habe dann gemerkt, Mensch, das macht mir eine riesige Freude. Ja, und sie sagte mir dann eigentlich, als Mensch, du hättest Arzt werden sollen. Ja, oder wirklich Heiler. Und ja, das ist nach wie vor noch für mich einfach so eine Freude, um den Leuten zu helfen. Und daraus haben wir dann irgendwann die Quantentechnologie entwickelt und da werden wir jetzt natürlich gleich den Zuhörern oder Zuschauern auch sagen, worum es da geht. Aber am Ende ist es Quantentechnologie und Frequenzmedizin, so nennen wir das. Weil man tatsächlich mit Frequenzen und Frequenzen ist das gleiche wie Informationen, kann man Systeme wieder in Balance bringen. Und da kann man natürlich gerne einsteigen. Hammer. Ja, total interessant. Ich kann dir mal erzählen, wie das bei mir am Anfang war und wie ich mit euch in Berührung gekommen bin. Und zwar war das bei der Biohacking-Veranstaltung beim Flowfest mit dem Maximilian. Da hast du ja auch einen Vortrag gehalten und ich kannte euch davor gar nicht. Ich hatte keine Ahnung. Hier und da hört man was über Quantentechnologie und ehrlich gesagt hat mich das nie so überzeugt oder ich dachte mir, ja, es wird ja auch viel Schund damit getrieben, dass dann irgendwelche Sticker auf irgendwelchen Handys, die sollen dann irgendwelche Power haben und was weiß ich. Und ich denke mir, okay, verstehe ich nicht, macht für mich wenig Sinn. Aber da warst du auf jeden Fall auf dieser Bühne und ich dachte mir, ah, das ist ein sympathischer Mensch, also der ist irgendwie sehr gegroundet, der erzählt hier über ja, diese Tools und Techniken und auch unglaublich viele Studien, die ihr da habt. Also was ihr nicht alles testet und auch mit ein bisschen mit dieser Demut und mit diesem bisschen Selbstwitz, dass du dann sagst, ja, und viele der Forscher am Anfang, die glauben uns auch nicht, bis sie es dann wirklich mal testen und nein, das ist kein Placebo und so weiter und so fort. Und das fand ich super interessant, dass ich danach einfach mal zu eurem Stand gegangen bin und da hatte man die Chance, dann diesen Quantenblock, diesen goldenen Quantenblock und das ist eigentlich nichts. Das ist eigentlich, das sind nur ein Würfel, der hat auch keine Seiten, also die Seiten sind leer, das sind einfach nur Streben. Und dann dachte ich mir, okay, hör der Frau zu, die mit mir gesprochen hat und legt dann meine Hand einfach rein. Und merkt dann, wie meine Hand kribbelt. Und ich dachte, hä, nimm sie wieder zurück, nimm sie wieder rein.
Und dann fängt es an, in meinem ganzen Körper durchzukribbeln und diese totale Ruhe und Entspanntheit. Und nach einer Zeit, da ist es dann so bis in meinen Kopf hochgekommen, ich fühlte mich wie high. Ich war so happy, ich war so glücklich. Und da dachte ich mir, wow, was ist hier los? Ich muss mehr darüber erfahren. Und so bin ich dann eigentlich mit euren Produkten weiter. Dann wart ihr noch so nett und habt mir hier diese Heal-Kapseln geschenkt, weil ich ein Interview gegeben habe und so von euch geschwärmt habe oder von dieser Wirkung. Und ich habe das auch direkt am Anfang gemerkt, dass irgendwas da ist und irgendwas damit macht. Und erklär mir oder erklär unseren Zuschauern, und ich muss sagen, für unsere Zuschauer, die das noch nie erlebt haben, gespürt haben, wir reden jetzt von Quantum Energy. Da muss man erstmal open-minded genug sein, um jetzt zu sagen, okay, ich bleibe noch dran, ich höre noch weiter zu. Aber was ist da mit mir passiert oder mit den anderen, die in Berührung dazu kommen? Wie versuchen uns ein bisschen rational zu erklären, was da passiert. Absolut. Und wir werden natürlich, wie gesagt, für die Zuhörer werden wir in diese Studien sicherlich noch einsteigen, um auch zu zeigen, was wirklich dahinter steht. Denn es ist wirklich hochwissenschaftlich, was man alles messen kann und wie die Wirkungen sind. Und das ist auch nicht irgendwie, dass das hier und da mal passiert oder in 10% der Fälle, sondern das Feld wirkt immer in 100% der Fälle. Das ist also schon mal was ganz Wichtiges. Es hängt auch nicht davon ab, ob ich da jetzt dran glaube oder nicht dran glaube oder ob ich das spüre oder nicht spüre. Toll bei dir, dass du das so spüren konntest. Das zeigt davon, dass du eigentlich relativ stark schon mit dir selbst auch verbunden bist, was total toll ist. Und das ist bei den meisten Menschen heutzutage eben nicht der Fall, weil wir so stark verhaftet sind, eben in unserem Kopf, auch im Stress eigentlich verhaftet sind und uns immer mehr eigentlich abgeschnitten haben. Eigentlich so wie es mir ging irgendwann, so geht's den meisten. Und dann diskreditiert man schnell auch solche Dinge, die man nicht versteht oder wo man glaubt, ah, da ist jetzt nichts drin. Naja, einfach jetzt noch zur Erklärung. Also was passiert da? Also das ist, und bevor ich das sage, nochmal ganz kurz, es ist eine neue Technologie. Es ist so neu, dass man das noch nicht wirklich kennt. Und wie ist das mit Technologien, die man noch gar nicht kennt, man versteht sie nicht und kann sich auch gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wenn ich jetzt ins 16. Jahrhundert zurückreisen würde mit meinem iPhone, dann würde ich den Leuten dort auf der Straße erzählen, was ich damit alles machen kann, Fotos, und ich kann mit jemandem sprechen, der irgendwie 2.000, 3.000 Meilen entfernt lebt und so weiter, oder auch noch per Videotelefonie sogar, sagen die, du spinnst doch. Wie soll das denn gehen? Das geht ja gar nicht. Und das Ding ist ja dann auch noch nicht mal irgendwie auch verkabelt. Also das wäre vielleicht noch im 19. Jahrhundert, dass man sagen würde, okay, das würde vielleicht gehen mit einem Kabel dran oder so. Das kann man sich halt nur nicht vorstellen. Und bei uns ist es so tatsächlich mit diesen Blocks, mit der Lela-Block-Technologie, die sind nicht mit einer Batterie betrieben, sind auch nicht im Stromnetz drin, ist aber ganz wichtig und hat auch einen Grund, denn Strom, Elektrizität und aber auch Magnetismus würden das Quantenfeld destabilisieren. So, dann hat man positive Effekte, man hat aber gleichzeitig auch negative Effekte, die im Körper dann gemessen werden können. Deswegen nutzen wir nur reine, pure Quantenenergie. Die arbeitet auf subatomarer Ebene. Das heißt, das ist wirklich, die Quantenenergie ist die Energie hinter der Materie, ist auch die gleiche Energie, die wir in jeder Zelle haben. Ja, also jede Zelle schwingt in einem eigenen Quantenfeld. Und so kommunizieren die Zellen auch zu jeder Zeit. Wir sind also eigentlich ja wandelnde Quantenfelder, kann man sagen. Ja, also ich zitiere mal gerne Tesla, Nikola Tesla, der gesagt hat, if you want to understand the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. Also wenn du das Universum verstehen willst oder die Geheimnisse des Universums, dann musst du in Energie, Frequenz und Vibration denken. Und das ist ganz wichtig. Wir befassen uns damit heutzutage gar nicht mehr, weil wir so materiell unterwegs sind. Aber hinter der Materie ist immer die Quantenenergie. So, und wenn wir mit dieser Energie arbeiten, ja, dann kann man die nicht anfassen. Man kann die auch nicht sehen. Das kann ich aber mit Wi-Fi im Übrigen auch nicht. Ja, das ist nur, ist Wi-Fi ist eben immer noch elektromagnetisch. Das heißt, das ist noch anders messbar. Dadurch, dass es subatomar ist, könnte ich jetzt selbst diese Quantenenergie, die kann man im Moment noch gar nicht messen. Es gibt noch gar keine wissenschaftlichen Methoden, um da jetzt das zu messen.
Wir haben Methoden und andere haben auch Methoden, um zum Beispiel auf der sogenannten Hawkins-Skala die Stärke des Feldes zu messen. Das gibt es schon. Was man aber machen muss, eben in diesen wissenschaftlichen Studien, ist, man kann die Effekte messen. Ja, das heißt, so wie ich etwas in den Infinity-Block zum Beispiel bei uns reinlege, kann ich die Effekte sehen. Ich könnte Zink zum Beispiel da rein tun und dann kann ich mit verschiedenen Messmethoden sogar sehen, dass sich diese Substanz, das ist zwar immer noch die gleiche Substanz, aber es hat sich etwas verändert, ganz klipp und klar. Ich kann Wasser dort rein tun und in 100% der Fälle strukturiert dann sich das Wasser. Und ich kann das messen, zum Beispiel das Emoto-Institut aus Japan, das wahrscheinlich viele kennen, das sind ja Vorreiter im Bereich Energiemessung im Wasser und so weiter. Die haben so eine Methode entwickelt, wie man Wasser einfriert, wie man dann diese Kristalle visualisiert. Also die haben eben ganz eindeutig zeigen können, dass unsere Technologie in der Lage war, schneller das Wasser zu optimieren als jegliche andere Methode oder Gerät, was sie jemals vorher getestet haben. Seit 18 Monaten vertreiben die in Japan unsere Produkte exklusiv. Wow. Das haben die noch nie gemacht mit irgendeinem anderen Produkt auf der Welt. Und das zeigt eigentlich noch mehr als die Studie, die sie durchgeführt haben, weil sie das mit eigenen Augen gesehen haben, was da passiert. Und dann geht es aber weiter. Es geht eben nicht nur um Objekte, um Substanzen und um Wasser, Tee, was auch immer. Übrigens, ich kann ja auch meine Erdbeeren reintun, ja, oder Himbeeren und so weiter. Wird das auch aufgeschwungen? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen lebendigen Organismus nehme, ob es jetzt eine Pflanze ist, ein Tier oder uns Menschen, dann hat das eben auch sehr positive Effekte und die kann man auch messen. Und wir haben von Anfang an gesagt, das ist vielleicht aus meiner Historie begründet, dass ich ja auch damals nicht in der Lage war, irgendwie sowas zu glauben. Hätte man mir davon erzählt, hätte ich auch gesagt, also das klingt alles toll, aber ich muss das jetzt entweder für mich wirklich spüren können und sehen können, oder ich muss mir Studien angucken oder beides, ja. So, und ich habe dann gleich gesagt, okay, wir wollen eben die Brücke schlagen zu der harten Wissenschaft. Und mittlerweile haben wir, ich glaube, weit über 15 Studien durchführen lassen von verschiedenen Instituten, Arztpraxen und Laboren auf der ganzen Welt, also in den USA, in Indien, in Japan, in Europa natürlich und dort in Österreich und in Deutschland. Und es ist dabei nicht nur eine Sache angeguckt worden, sondern es sind ganz, ganz viele verschiedene Testmethoden angewendet worden. Dann sprechen wir von Lebenblutanalyse, also wie man so schön sagt, Dark Field Microscopy, sprechen von Herzfrequenzvariabilität, wir sprechen von Wundheilungsstudien. Also, und wir gehen da vielleicht noch ins Detail, weil das hochspannend ist. Über die Wundheilungsstudie habe ich, glaube ich, auch im Podcast noch gar nicht wirklich gesprochen. Das ist relativ neu jetzt. Eine ATP-Produktionsstudie. Alles. ATP Energieeinheit, nur für die Leute. Also das merkt man definitiv bei euren Produkten, dass man einfach mehr Energie hat. Man hat einfach mehr Ja. Energie. Aber genau. Ja, und Da, um nur noch mal ganz kurz eine Ebene höher zu gehen, weil du eh gerade dabei bist, erzähl mal den Zuschauern oder Zuhörern, die ja zum Beispiel mit mentaler Gesundheit zu tun haben und auch Sportlern, also sagen wir mal, wir bleiben mal in dem Korridor, weil so, wie ich es bei euch verstehe, sind die Vorteile so gigantisch, also so ein Riesenfeld, was man alles damit machen kann. Also das ist irgendwie fast schon eine kreative Arbeit, wie man jetzt sozusagen diese Energie alles einsetzen kann. Aber wenn du jetzt mal anfängst von den Dingen, die am meisten, also wirklich wissenschaftlich hart erwiesen wurden, zu den Dingen, die du von den Anekdoten hörst, von all den Leuten, zu den Sachen, die dich vielleicht selber noch erstaunen oder wo du selber sagst, oh mein Gott, das hättest du selber nicht glauben können oder glaubst vielleicht immer noch nicht. Da hätte ich gerne irgendwie mal so eine Skala durch, so eine Reise mal durch von den Vorteilen, von Leda Quantum, Tech. Und dann springen wir auf Leda Quantum Upgrade, weil das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und dann gehen wir erstmal auf die Würfel ein. Also ich fange mal an mit den Testimonials sozusagen oder diesen Anekdoten. Ja, wir haben ja eine Telegram-Gruppe, das ist eine private Gruppe, die kann man auf Telegram also nicht finden, wenn man das eingibt, sondern die kann man nur wirklich finden über unsere Website oder wenn wir den Link zur Verfügung stellen. Und da sind mittlerweile
fast 7000 Mitglieder drin, die dort aktiv sind, die alle ja über unsere Produkte schwärmen, dort schreiben: Mensch, ich hatte irgendwie 10 Jahre Knieschmerzen, habe da mein Knie reingelegt, dann die Schmerzen sind weg gewesen schon nach den ersten 5 Minuten. Das ist jetzt vielleicht, bitte jetzt nicht glauben, wenn ich jetzt irgendwie kaputtes Knie habe, dass das jetzt immer in 5 Minuten geht. Das ist so nicht. Das hängt nämlich auch tatsächlich davon ab, was ist eigentlich der Grund, woran liegt es, wie lange habe ich das schon, etc. pp. Ja, aber solche Sachen haben wir zuhauf gehört. Dann hören wir plötzlich: Mensch, ich habe ein autistisches Kind und habe das jetzt irgendwie jeden Montag behandelt. Das Kind wird immer eigentlich getestet oder nicht bewertet, so ist es das richtige Wort. Jeden Tag wird es bewertet von einem Team, von morgens bis abends, bezüglich Sprachverhalten, Fokus, Konzentrationsvermögen und so weiter. Und plötzlich, montags war immer der schlechteste Tag und jetzt war montags dann immer der beste Tag. Das Kind wusste aber gar nicht, dass es behandelt wurde. Und dann, warum ich das erzähle, ist jetzt nicht unbedingt, dass das dort in einem Einzelfall geholfen hat, sondern was dann passiert ist, dass wir durch die Community hören, was eigentlich noch möglich ist, wo Sachen, von denen wir schon gar nichts wussten. Und dann hören das auch andere in der Community, wie in diesem Fall bei dem autistischen Kind. Es ist eine Klinik in Indien, die spezialisiert ist auf autistische Kinder. Und die haben uns dann angeschrieben, gesagt: Mensch, wir haben das hier gelesen und gehört, das ist total vielversprechend und wir sind darauf fokussiert, auf dieses Gebiet. Wir würden gerne eine groß angelegte klinische Studie durchführen. Und ob wir denn helfen können, in dem Sinne, dass wir die Technologie bereitstellen dafür. Und haben wir gesagt: Na klar, das machen wir sofort. Wir sind ja jetzt auch ein kleines Unternehmen. Das heißt, jede Studie für uns ist auch immer sehr, das ist immer teuer. Ja, wir geben das ja immer aus der Hand. Wir machen das nicht selber, weil das ja dann auch irgendwie nicht glaubwürdig wäre, wenn wir das selber testen. Und in dem Fall waren wir dann sehr glücklich, dass die das alles übernehmen. Und das war eine Studie mit 42 Kindern. Da kam dann raus, dass der sogenannte ATIC-Score, ja, wo man sich auf dem Spektrum befindet, um 20 Basispunkte reduziert werden konnte innerhalb von 6 Monaten mit unserer Technologie. Und da wurde wirklich alles hat sich verbessert bei den Kindern. Ob das jetzt der Fokus war, das Konzentrationsvermögen, das Sprachverhalten etc. Also es ist wirklich unglaublich eigentlich gewesen. Es waren sogar ein paar Kinder, die dann nicht mehr auf dem Spektrum waren danach. Und das ist eben etwas, was passiert durch diese große Community. Wir haben gehört plötzlich, das ist jetzt auch schon, glaube ich, knapp 2 Jahre her, dass Allergiker, also die hatten Speiseallergien und die haben dann auf eigenes Risiko und ja, aus Kuriosität eigentlich dann versucht, mal die Substanzen aufzuladen in einem Infinity-Block und haben die danach konsumiert und hatten keine Allergie mehr und haben das dann berichtet. Und das waren ganz, ganz viele verschiedene mit verschiedenen Speiseunverträglichkeiten. Und was wir dann Kann man bei der Schokolade auf 0 Kalorien runter, wenn man das im Infinity-Block auflädt? Und das Also funktioniert leider. dann hast du es. Also dann ist es kein junges, kleines Unternehmen mehr, sondern. Das funktioniert, aber das würde ja auch erstmal wieder keiner glauben. Ne? Das ist ja das Spannende. Was ich jetzt hier alles erzähle, müsstest du auch eigentlich denken, das müsste jeder in seinem Haushalt haben. Aber gut, darum geht es uns ja gar nicht, dass man jetzt irgendwie das in jeden Haushalt bringt, sondern es geht darum, irgendwie den Leuten auch zu helfen, die ja, sich da helfen lassen wollen. Aber was jetzt zum Beispiel mit dieser Speiseunverträglichkeit rauskam, das war dann okay. Wir hatten den einen, das ist ein relativ bekannter Biohacker in den USA, Todd Shipman heißt der, Biohacker Todd. Und der hat 3 Allergien mit Avocado, Krebsfleisch und mit Honig. Der hat das immer wieder alles ausgetestet. Erst hat er gedacht, dass die Allergie ganz weggegangen wäre. Das war aber nicht der Fall. Jedes Mal, wenn er dann also das aß ohne Aufladen, hat er eine tierische Reaktion gehabt. Und der ist also wirklich verrückt genug, dass er das an sich selber ausgetestet hat. Ist jetzt nicht irgendwie tödlich, logischerweise, aber schon sehr unangenehm. Und dann war aber immer wieder, wenn er die Substanz aufgeladen hatte, konnte er das vertragen, ohne Probleme. Und dann haben wir gesagt, das Wow. müssten wir doch mal irgendwie live auf einer Bühne auch zeigen können. Dann waren wir bei Dave Asprey's großer Biohacking-Konferenz und da waren dann über 100 Leute in
in einem Raum, also als ich einen Vortrag gehalten habe, und dann kam dann Biohacker Todd auf die Bühne und dann noch ein Wissenschaftler, und der Wissenschaftler hat ihm dann Krebsfleisch hier links mit dem Dermaroller in den Arm reingemacht. Und dann gab es Oh. sofort eine allergische Reaktion, Pusteln, Bläschen, es wurde rot, es hat ihn tierisch gekratzt, ja, und dann das gleiche Krebsfleisch wurde live der Bühne von einem Wissenschaftler in unseren Infinity Block getan. Ich glaube, dann 5 oder 6 Minuten drin gelassen, 4 Minuten ist ausreichend. Und dann ging das in den anderen Arm rein, da gab es keine allergische Reaktion. So, und konnten natürlich sich alle dann auch angucken, live. Wir haben das auf unserem YouTube-Kanal auch. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir mal wirklich eine Studie machen. Weil das, wenn wir so viel hören, plötzlich sagen wir dann, okay, da muss man jetzt eine Studie machen. Und da arbeiten wir dran. Eine Pilotstudie ist schon durchgeführt worden. Die hat ganz tolle Ergebnisse vorgebracht, also 65- bis 95-prozentige Reduktion der Allergieantwort des Körpers bei Wow. allen Substanzen, die getestet wurden. Aber wir sagen bei dem Thema jetzt immer noch, bitte jetzt das nicht selber ausprobieren. Das ist wirklich auf eigenes Risiko. Denn wir haben noch nicht genügend Daten. Das ist ein Feld, da muss man auch vorsichtig sein, denke ich. Und auch Allergien können ja auch sehr schwerwiegende Auswirkungen haben. Bei den anderen Themen, wie zum Beispiel Blut, ja, wo wir jetzt mehr wirklich in die Studien gehen, also da können wir wirklich sagen, dass, ich glaube, mittlerweile waren es jetzt 7 verschiedene Studien, die nach dem Goldstandard durchgeführt wurden, mit also Placebo kontrolliert, randomisiert, doppelblind oder einzelblind. Und da wurde in 100% der Fälle festgestellt, dass das Blut sich innerhalb von Minuten signifikant verbessert hat. Also wirklich signifikant. Wir sprechen nicht von nur ein bisschen. In allen Fällen wurden 100% aller negativen Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern neutralisiert. Also selbst Phase 1, Phase 2 von Blutverklumpung wurde komplett aufgelöst. Weiße Blutkörperchen wurden wieder stark aktiviert. Selbst sowas wie der Anteil von Parasiten im Blut hatte sich in einem Fall, glaube ich, um 80% sogar innerhalb von 15 Minuten reduziert. Solche Dinge sind dann festgestellt worden. Und wenn wir jetzt die Brücke zu den Sportlern noch schlagen, natürlich ist jetzt Blut natürlich eine ganz wichtige Sache erstmal, weil das haben wir nun mal überall. Und wenn das Blut in einer guten Verfassung ist, dann haben wir erstmal die ganzen Risiken reduziert, zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt, und all diesen anderen Dingen. Und ich bin natürlich in der Lage, ganz anders auch mit meinem Körper umzugehen. Da haben wir aber nicht Halt gemacht, sondern dann sind wir in mehrere Studien reingegangen in einem Labor, Universitätslabor in den USA mit einem Professor, Dr. Scherf, der seit 30 Jahren nichts anderes macht, als mit Zellkulturen zu arbeiten, also menschlichen Zellen, und er guckt sich Wundheilung an, guckt sich ATP-Produktion an, etc. Und es gibt kaum jemanden auf der Welt, der dem jetzt irgendwas vormachen könnte auf seinem Gebiet. Der ist auch sehr Mainstream. Das muss man auch dazu sagen. Ja, und dann wurde ein Kontakt hergestellt, und der hat dann gesagt, naja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber ich meine, wir können es ja machen. Ja, ich mache das gern. Ja, also, und dann wurde das in der Tat umgesetzt, und dann hat er eben festgestellt, krass. Also das war auch wieder randomisiert, doppelblind. Also er wusste nicht, welche Zellen jetzt aufgeladen wurden und so weiter. Wir wussten aber auch nicht, welche jetzt wo lagen, sondern wir haben wirklich nur ein Set, die haben wir aufgeladen und die anderen nicht. Und dann war es tatsächlich so, dass rauskam, dass alle die Zellen, die aufgeladen wurden, eine signifikante Steigerung an ATP-Produktion hatten. Nochmal für alle, die nicht wissen, was das ist die Energieproduktion der menschlichen Zellen. So, wenn ich nichts esse, dann kann ich irgendwie ein paar Wochen überleben. Wenn ich nichts trinke, dann bin ich noch schneller tot, und ich bin aber nach einigen Sekunden schon tot, wenn ich keine ATP-Produktion mehr habe. So wichtig ist das also fürs Leben. Und wenn ich eine mentale Aktivität habe oder als Sportler unterwegs bin, dann brauche ich natürlich entsprechend viel ATP-Produktion. Und optimale, weil ich eigentlich alles aus meinem Körper rausholen muss. So. Und dann hat er gesagt, das ist ja unglaublich, aber das muss ich nochmal machen. Obwohl die Sample Size, also die größte Studie, war schon riesig. Ja, wir sprechen wirklich von Millionen von Zellen, die dort in der Kontrollgruppe waren oder auch in der aufgeladenen Gruppe.
Also es war schon statistisch signifikant und ausreichend. Er hat es trotzdem nochmal gemacht und dann hat er es noch ein drittes Mal gemacht und jedes Mal die gleichen Ergebnisse. Und wir können jetzt also behaupten tatsächlich, dass die RTP-Produktion um bis zu 20 bis 29% ansteigt, was Das der ist gigantisch. Wahnsinn ist. Ja, das ist Dave Asprey, der ein ganzes Buch über RTP-Produktion geschrieben hat. Dem sind wir relativ eng in Kontakt. Der nutzt unsere Produkte auch täglich. Und der sagt, als er das gehört hat, das ist Wahnsinn. Ich kann vielleicht diese 10, 11 verschiedenen Sachen alle gleichzeitig machen, ja, mit NAD-Shots und mit irgendwelchen Supplements und so weiter und so fort. Und dann kriege ich das vielleicht auf 20%, vielleicht im Einzelfall auf 25%, aber ich muss eben all diese Sachen alle gleichzeitig machen und die sind alle invasiv. So, bei uns, das ist komplett non-invasiv und das ist wie auf Knopfdruck. Ja. Und das ist schon stark. Und jetzt ganz kurz, und dann höre ich wieder auf zu reden. Die Wundheilungsstudie, die ist dann auch durchgeführt worden beim gleichen Professor. Das macht man dann so auch wieder mit menschlichen Zellen und da werden die mit einem Laser wie angeratscht, alle gleich, sodass sie eine Wunde haben sozusagen. Und dann guckt man, okay, wie lange dauert es, bis sich das wieder komplett verheilt hat. So. Dann wurde auch wieder eine Kontrollgruppe genommen, mit der haben wir nichts gemacht. Und dann hatten wir die Gruppe, die aufgeladen wurde. Und dort hat sich eine 85 bis 100-prozentige Verschnellerung der Wundheilung eingestellt. Das ist auch eigentlich ziemlich gigantisch, weil das natürlich zeigt, alles zum Thema Recovery, wenn ich mich irgendwo verletzt habe, wenn das dann irgendwie doppelt so schnell wieder zusammenwächst oder heilt, das ist schon stark. Und wieder etwas, wo ich nie eine Spritze geben muss oder irgendetwas, sondern es passiert rein energetisch. Ja, das ist einfach gigantisch. Ich komme mir so ein bisschen vor in der Zeit, als zum ersten Mal Bakterien entdeckt wurden. Ich meine, wie viele Menschen sind daran gestorben, weil man nichts über Bakterien wusste? Bis dann der Dr. Semmelweis drauf gestoßen ist, hey, wir müssen da einfach mal unsere Hände waschen. Und gerade auch die Ärzte, und die waren ja die am stärksten gegen ihn waren. Aber irgendwann mal hat sich durchgesetzt und Gott sei Dank, und wir haben alle so viel weniger Leiden. Und so fühlt es sich jetzt an mit dieser Frequenzheilung oder Quantum Biohacking, wie man es auch nennen möchte, dass wir da irgendwie wieder einen Quantensprung gemacht haben und jetzt ganz neue Möglichkeiten vor uns sind. Ja, also das ist tatsächlich so, das eröffnet neues Denken, neue Möglichkeiten. Es ist sicherlich nicht jetzt die einzige Lösung und wir sagen jetzt ja auch gar nicht, Mensch, jetzt lebt wieder ungesund und nutzt unsere Technologie gar nicht. So ganz im Gegenteil. Also lebt so gesund, wie ihr es könnt und so gut, wie ihr es könnt und macht alles weiter, was ihr macht. Aber ihr werdet dann merken, also was du vielleicht jetzt auch schon gemerkt haben, dass beispielsweise, wenn man jetzt spezielle Nahrungsergänzungsmittel nimmt, die besonders hilfreich eben für den Körper sind. Wenn man dann jetzt diese sogenannte Heal-Kapsel verwendet, merkt man irgendwann, dass man von diesen Nahrungsergänzungsmitteln weniger braucht, die auch nicht mehr immer einnehmen muss, sozusagen, um die gleichen Effekte zu haben. Das ist schon auch etwas, was sich dann einstellt, sodass ich wirklich auch intuitiver arbeiten kann. Ja, das ist so, das ist, glaube ich, ein schwieriger Teil für die Menschen zu verstehen, dass das wirklich auf energetischer Ebene auch funktionieren kann. Und ja, aber da sind wir eben jetzt gerade an diesem Punkt und es wird sich auf jeden Fall durchsetzen, weil wir jetzt ja keine Rückschritte mehr machen werden. Und denke, es gibt jetzt einfach, wenn wir jetzt aufhören würden mit unserem Research, hätten wir schon genug Research, um das ja auch zu beweisen, was da passiert. Aber das ist für uns so ein spannendes Feld, dass wir da nicht aufhören. Wir wollen ja noch mehr herausfinden. Ich denke, wenn wir in einem Jahr dann uns nochmal unterhalten, dann haben wir noch mehr, worüber wir sprechen können. Ja, sehr, sehr gerne. Ich möchte auch die Brücke schlagen, weil ich war im Urlaub und habe dann eben meine Kette verloren oder ich dachte, ich habe sie verloren. Und dann sagte ich, ja, aber da gibt es ja noch dieses Quantum Upgrade. Und als mir das auf der Biohacking-Veranstaltung gesagt wurde, dachte ich, okay, jetzt hört aber auf. So, man muss gar nichts mehr machen. Man braucht nicht mal mehr diesen Wunderblock, sondern ich habe einfach nur ein Abo. Klick und dann bin ich in diesem Quantenfeld verbunden, wie halt, wenn ein erleuchteter Guru neben mir wäre und ich würde irgendwie seine Energie sozusagen abbekommen.
Aber da dachte ich, oh, okay, damals war mir das ein bisschen, da war ich noch nicht bereit dafür. Und da dachte ich, aber komm, jetzt hab ich das Interview, jetzt teste ich das alles und mach das, stell das ein und dann direkt 5 Minuten danach, und ich bin natürlich so eine, die Frequenz, die Hawkische Frequenz, da gehen wir auch noch drauf an, gleich auf 900 natürlich, mir so, wenn, und ich wurde so, dann ist es wieder losgegangen, ich habe es wieder gespürt und so weiter und so fort. Und muss auch sagen, dass ich die Frequenzen, also dann, man kann auch unterschiedliche Frequenzen einstellen, von Inner Peace zu Selbstliebe, aber auch Dinge, die zum Beispiel deine Testosteronproduktion und so weiter und so verbessern. Und ich muss auch sagen, ich habe viel damit gespielt und ich merke das auch. Also ich merke dann irgendwie diesen Unterschied und mir macht es auch Spaß, gedanklich da reinzugehen und zu sagen, hey, ich werde ja gerade in diesem Bereich unterstützt. Also im Grunde habe ich nichts zu besorgen. Also es ist, ich habe keine Sorge, keine Angst, kein nichts. Ich werde da unterstützt. Es passt wunderbar. Und das macht es ja eigentlich noch viel einfacher, wenn man wirklich nur dieses eine Abo braucht. Und das läuft dann einfach durchgehend. Und es läuft und läuft und läuft. Und du musst es nicht irgendwie wieder neu aufladen oder nichts machen, sondern es unterstützt dich einfach die ganze Zeit. Also wie funktioniert dieses Quantum Upgrade und was hast du da noch für Anekdoten und so weiter zu gehört aus der Community? Ja, also natürlich, das Quantum Upgrade ist natürlich in der Tat die nächste Stufe, wo man wirklich vom Kopf her, vom Verstand erstmal denkt, Mensch, das kann ja gar nicht gehen. Aber jetzt zum Beispiel diese ATP-Studien und die Wundheilungsstudien, die haben wir tatsächlich mit dem Quantum Upgrade auch durchgeführt. Ja, das wurde tatsächlich über die Ferne alles gemacht mit den Zellen. Und ja, zeigt eben ganz klar, es funktioniert immer und man kann das, wie gesagt, auch total spüren. Ja, das ist einfach noch ein weiterentwickeltes System, was wir aufgesetzt haben. Also ich nenne das gerne, das ist eigentlich die kraftvollste Quelle an purer Quantenenergie, die es momentan auf der Erde gibt, also zumindest von der wir wissen. Und es gibt sicherlich irgendjemanden, der noch irgendwo versteckt, irgendwie sowas in der Art auch noch hat, aber das eben jetzt nicht den Menschen zur Verfügung stellen will. Und die Krux für uns war, wo wir lange dran gearbeitet haben, wie kriegen wir sozusagen ein ganz, ganz starkes analoges System verbunden mit einem digitalen Frontend, sodass der Nutzer selber also Einstellungen vornehmen kann, weil das ist ja erstmal überhaupt gar nicht möglich. Das kann man auch eigentlich gar nicht. Und dann haben wir aber tatsächlich einen Weg gefunden, wie wir das machen können, sodass jetzt tatsächlich das jetzt das einzige System ist auf der Welt, wo man fast in Realtime, also mit 5 Minuten bis zu 5 Minuten Lagtime sozusagen Einstellungen verändern kann auf der Nutzerebene. Also du kannst jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt mehr Energie haben oder niedriger Energie oder ich möchte eine spezielle Frequenz. Du buchst die rein auf deiner Web-Oberfläche, das ist ja wie eine App und dann wird das so sofort umgesetzt. Also innerhalb von 5 Minuten ist das tatsächlich, kann auch nach 2 oder 3 Minuten sein, je nachdem. Also das System updatet sich alle 5 Minuten, deswegen bis zu 5 Minuten. Und dann läuft das. Ja, so. Das ist auch nicht so, dass wir diese Energie irgendwo hinsenden, so wie jetzt wie ein anderes Signal, was man eher kennt, wo wir sagen, okay, wir senden das jetzt zu dir, sondern es ist tatsächlich über diese Quantenverschränkung funktioniert das so, dass wenn du das jetzt für dich buchst, dass du tatsächlich in dem Feld bist dann. Und dann ist es völlig egal, ob du dann dich in den Flieger setzt und nach Australien fliegst und so weiter, du bist trotzdem die ganze Zeit in dem Feld, weil du immer in dem Feld bist. Ja. Das ist auch schwer zu verstehen, aber so funktioniert das. Und im Übrigen Quantenverschränkung ist ja jetzt nichts total Ungewöhnliches mehr, sondern 2022 wurde ja sogar der Nobelpreis für Physik vergeben, für Arbeit um die Quantenverschränkung herum. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Nobelpreis und so weiter und auch jetzt selbst von dieser Arbeit da mit der Quantenverschränkung nicht unbedingt, weil sie uns nicht unbedingt weiterbringt. Also außer, dass es vielleicht uns hilft, nachzudenken und zu merken, Mensch, also wenn es schon einen Nobelpreis dafür gibt, dann gibt es das ja wirklich, ja, dann funktioniert das ja. Aber die Arbeit dort ist für mich extrem theoretisch und bringt uns nicht wirklich weiter. Und ich finde das, was wir machen,
Wir brauchen da jetzt keine Preise für, aber ich finde, wenn man etwas jetzt wirklich anwenden kann, was man für sich selber nutzen kann, ist es eigentlich wertvoller als irgendwelche theoretischen Modelle. So, und man kann es ja anwenden. Was das Quantenupgrade kann, also es ist halt viel flexibler noch als so ein Block. Ich kann es noch stärker einstellen. Ich kann mir alle möglichen Frequenzen dort einbuchen und so weiter. Das kann ich alles machen, aber was ich damit nicht machen kann, ist natürlich jetzt, ich kann nicht meine Wasserflasche drin aufladen. Ich kann nicht mein Glutenbrot da drin aufladen. Ich kann auch nicht mein, was weiß ich, meinen Tennisschläger da drin aufladen und so weiter. Das sind alles Sachen, die ich nicht machen kann. Und ja, ich glaube, was wir noch gar nicht besprochen haben, war überhaupt das Thema elektromagnetische Felder, weil das ist nämlich etwas, was sich wirklich wie ein roter Faden durch alles durchzieht, ob es jetzt Quantum Upgrade ist oder die Heal-Kapsel oder ein Block von uns. Es harmonisiert elektromagnetische Felder. Und das ist auch in allen möglichen Studien nachgewiesen worden, dass das zu jeder Zeit passiert. Und zwar nicht in der Form, wo dann das 5G oder 4G nicht mehr funktioniert, sondern ich habe das Signal voll da, aber das Signal ist etwas, was mir nichts mehr tut. Das heißt, wo ich noch messen konnte, oh, das Blut wird negativ beeinträchtigt oder ich kriege Kopfschmerzen, ich kann vielleicht, was weiß ich, also alles Mögliche kann sich am Körper verändern dadurch, negativ durch das Wi-Fi beispielsweise. Und es wird sofort innerhalb von 10 bis 15 Minuten spätestens alles komplett aufgelöst sein wieder, sodass ich zwar nach wie vor in diesem Wi-Fi-Feld drin bin, aber ich hab keine negativen Auswirkungen. Und das ist eigentlich eine moderne Lösung für die Probleme, die wir jetzt haben durch 5G und so weiter. Das ist ja der Wahnsinn, jetzt zu glauben, dass man die 5G-Towers wieder abreißen wird. Das wird ja nicht passieren. Ja, auch wenn das irgendwie viele wollen, aber das wird am Ende nicht passieren. Wir brauchen eine Lösung, wie wir damit aber leben können, ohne dass es uns schadet. Und das ist eigentlich das, was wir entwickelt haben. Wie gefährlich oder wie schädlich ist denn eigentlich 5G? Ich habe mich fast aus Angst und aus Hilflosigkeit, weil was soll man denn machen, gar nicht so sehr damit beschäftigt. Aber warum ist das eigentlich so schädlich? Ja, also der Punkt ist ja, diese Frequenzen, die sind alle schädlich. Das ging ja schon mit 3G los. 3G war eigentlich schon sehr, sehr schädlich. Da wurden einige Studien durchgeführt. Also da, das kann man gar nicht mehr glauben, wenn man das durchliest, was für krasse Auswirkungen das hat auf Fertilität der Frauen, Krebs. Natürlich auch kurzfristig. Man kann innerhalb von wirklich 5 Minuten messen, was passiert, nämlich Blutverklumpung etc. Und das ging bei 4G dann munter weiter, Wi-Fi und so weiter natürlich. Und 5G ist jetzt nochmal eine ganz andere Form, weil das in einem Puls passiert, der komplett unnatürlich ist für den menschlichen Körper. Das heißt, es ist eigentlich so, dass wir, der Körper wird immer mehr bombardiert mit diesen Frequenzen, die unnatürlich sind. Und jetzt sind die immer unnatürlicher und 5G ist aber da jetzt die krasseste Form sozusagen. Dass man eigentlich sagen kann, es ist wie, dass wir energetisch wie permanent verhauen werden. Ja, und natürlich, klar, irgendwann wird man halt robuster oder man entwickelt eben Autoimmunkrankheiten etc. Also wenn man jetzt zum Beispiel Dr. Klinghardt sich mal anhört, der hat diese sehr stark das untersucht, der kann also genau nachhalten, wann welche 3G, 4G, 5G Rollouts waren und kann also sagen, hier sind Autoimmunkrankheiten direkt zack nach oben gegangen Oh, wow. und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz klare Korrelationen. Und 5G ist eben etwas, was nicht gut ist. So, was auch ein interessantes Thema ist, dass Elektroautos, die werden ja sehr stark promotet, überall auf der Welt, interessanterweise, ja, aber es ist auch wieder so ein, es muss unterstützt werden, dass das in Gang kommt und überall muss es promotet werden, wie genau diese Sachen auch, ja, es ist ja immer, wenn man merkt, plötzlich alle erzählen einem, das muss man haben, dann sollte man es vielleicht gerade nochmal doppelt hinterfragen und gucken, ist es wirklich das Richtige und in einem Elektroauto, und das kann jeder leicht nachvollziehen und messen, braucht man nur so einen kleinen EMF-Meter, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, EMF-Meter heißen die auf Englisch, und damit kann man messen, wie viel
elektromagnetische Strahlung ist. Und dann kann man mal in ein normales Auto gehen, ein benzinbetriebenes, und dann geht man mal in einen Tesla oder eine E-Porsche oder so. Und dann wird man mit den Ohren wackeln. Und dann mal eine halbe Stunde, Stunde fahren mit dem Gerät und nochmal messen. Dann ist nämlich deutlich mehr dort. Das heißt, wenn man in so einem E-Auto sitzt, dann wird man bombardiert von elektromagnetischen Feldern, was dazu führt, dass eben das Blut angegriffen wird. Natürlich über Langfristschäden braucht man gar nicht zu sprechen. Es gibt viele, die chronische Migräne entwickeln dadurch, die selbst, wenn sie, nachdem sie 2 Jahre ein E-Auto gefahren haben, dann zurückwechseln zu einem Benziner, erstmal diese Migräne immer wieder sofort haben, wenn sie das Auto nur anstellen, weil der Körper sich wieder darauf eingestellt hat. Das ist also ziemlich verrückt. Aber Good News, das BESA-Institut hat also speziell 2 Studien durchgeführt zu E-Autos, wo sie getestet haben, also sie haben die Menschen vorher getestet, dann in den E-Autos, was passiert beim Fahren, beim Längerfahren, wenn dort noch telefoniert wird, etc. pp. Und dann waren alle Organfunktionen sind in den Keller runter, also sofort, als das passierte. Es wurde eine komplette Deregulation stattgefunden, teilweise pathologisch sogar, die nachweisbar war. Dann wurde unsere Technologie eingesetzt und es wurde getestet, der Infinity Block beispielsweise, und es wurde aber auch das Quantum Upgrade getestet. Und in 100% der Fällen wurde diese negativen Auswirkungen alle komplett ausreguliert und neutralisiert. Das heißt, wenn ich dieses Feld habe, dann ist es wie, also ich erkläre es immer so, wenn man mir es jetzt ins Gesicht schlägt, dann tut es mir weh. So, wenn aber die gleiche Person mir hinten eine Akupressur gibt am Nacken, dann ist es die gleiche Person, es ist auch eine Berührung sozusagen, aber es tut mir nicht mehr weh, sondern es ist jetzt sogar noch positiv für mich. Und das ist eigentlich, was auf der Frequenzebene da passiert, dass das Feld diese Strahlen so harmonisiert und gleichzeitig den Körper stärkt, dass eigentlich die Strahlen wie durchgehen, also man wird durchlässig dafür, also es passiert beides gleichzeitig. Und wiederum haben wir da eine Lösung, wo wir nicht sagen, okay, wir schaffen jetzt E-Autos ab, weil auch das wird wieder nicht passieren. Es ist ja gewollt, dass die E-Autos kommen, und es ist so stark gewollt, dass das da kein Zurück mehr geben wird wahrscheinlich. Und dann gucken wir doch einfach, was haben wir denn für kreative Lösungen, um trotzdem damit zu fahren, ohne dass es große Probleme bereitet. Ja, super. Richtig gut. Du hast auch Hawkins angesprochen. Ich bin ein riesiger Fan von Hawkins, habe viele seiner Bücher gelesen. Das Buch Loslassen habe ich glaube, 3 oder 4 Mal gelesen oder auch noch angehört. Und was mir auch aufgefallen ist, seitdem ich dieses Quantum Upgrade habe, und ich würde sagen, das ist jetzt ungefähr ein Monat, fällt es mir auch sehr viel leichter loszulassen. Also Dinge einfach. Let it go, let it slide. Also wirklich genau das, was Dr. David Hawkins sagt, auf einem ganz anderen Niveau, auf einem ganz anderen Level zu machen. Also das war auch sehr, sehr erstaunlich. Also der hat ja diese Bewusstseinsskala und so nach dem, man kann unterschiedliche Bewusstseinsskalen oder man kann diese Frequenz sozusagen einstellen. Also 700, 800, 900. Ja, was ist das eigentlich? Also für jene, die es jetzt noch nichts mit Dr. David Hawkins und dieser Bewusstseinsskala zu tun haben, was bedeuten diese Zahlen und wie unterstützt da jetzt zum Beispiel Quantum Upgrade oder Lela Quantum Tech? Ja, es ist ein spannendes Thema. Und er hat eine Skala von 0 bis 1000 aufgestellt und gesagt, dass er sich in diesen niedrigen Bereichen, die niedrigen Bewusstseinsstufen sind, wie zum Beispiel Scham, Angst, Wut, das sind solche Zustände, die sind niedrig schwingend. Ja, da ist man sehr materiell unterwegs. Da ist man nicht wirklich ein hohes Bewusstsein sozusagen, wenn man sich in diesen Zuständen befindet. Wobei man sagen muss, das ist dann immer eine Durchschnittsbetrachtung. Man kann durchaus mal jetzt total kurz mal wütend sein und trotzdem auf einem relativ hohen Level sein. Aber wenn man permanent eigentlich in dieser Wutenergie drin ist sozusagen, das wäre dann wirklich der dauerhafte Zustand, der in so einem niedrig schwingenden Bereich ist. Dann geht es weiter bis zum Level 500 beispielsweise, das er als bedingungslose Liebe beschreibt. Dann geht es weiter in Freude und dann sozusagen in, ja,
er nennt das Erleuchtung, und das ist, Erleuchtung ist dann wieder eine relativ große Spanne. So, und man kann, und das hat er damals schon nachgewiesen in seinen, glaube ich, was weiß ich, Hunderttausenden an Messungen, die er durchgeführt hat, dass man das eben bei Menschen testen kann. Man kann es so selbst bei Orten messen. Bei Menschen ist es interessant, weil, ja, wenn man sich geistig sozusagen irgendwie entwickeln möchte, dann möchte man ja eigentlich eher immer mehr raus aus diesen niedrigen Bewusstseinsstufen und eher mal mehr in auch höhere Bewusstseins- und Erkenntnisstufen zu gehen, sozusagen. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und ich dann höher schwingen bin. Das ist dann nämlich auch so, wenn ich höher schwinge, dann kann ich plötzlich auch andere Dinge anziehen. Das hat er wunderbar in seinen Büchern auch beschrieben, wie das geht. Da muss ich jetzt nicht drauf eingehen, aber es ist tatsächlich so. Und warum kann jetzt zum Beispiel das Quantum Upgrade oder auch einige unserer Blogs eben noch höher schwingen, sogar als 1000? Da waren wir im ersten Moment auch selber überrascht und dann haben wir das uns näher angeguckt. Es ist aber so, dass er das, glaube ich, vor, was weiß ich, 25 Jahren oder so aufgestellt hatte. Und zu der Zeit war es auf der Erde noch nicht möglich, dass Objekte und Personen auch tatsächlich schwingen können auf diesen höheren Ebenen. Das lag aber mit der Erdfrequenz, hing es zusammen. Die hat sich komplett verändert und sie verändert sich im Moment laufend, ja, und entwickelt sich da weiter. So, das mache ich. Ich sag mal so, also diese Levels über 1000 konnten wir vor 2 Jahren noch nicht anbieten. Jetzt können wir das schon anbieten und wir müssen immer gucken, was ist jetzt das nächste, was wir anbieten können, sozusagen, oder was möglich ist. Und natürlich muss man auch teilweise vorsichtig sein, weil es ist natürlich auch nicht jeder Mensch gleich ist. Ja, jemand wie du, der sich schon viel so mit innerer Arbeit beschäftigt hat und so weiter, der ist da schon viel, viel weiter und kann auch schon höhere Levels gleich am Anfang für sich nutzen, als jetzt jemand, der, ich sag mal, der ist komplett ungesund, lebt wirklich also ein unbewusstes Leben komplett, arbeitet seit 10 Jahren bei McDonald's und isst auch irgendwie jeden Tag McDonald's. Ja, der kann man also sagen, bei so einem Typen, der hat mit Bewusstseinsarbeit und Energiearbeit noch nicht wirklich irgendwas am Hut gehabt. Der würde fast wie erschlagen werden, ja, von so einer starken, hohen Frequenz. Nicht erschlagen, aber das ist wie ein Wachrütteln. Und das setzt dann bei dem Entgiftungserscheinungen auf der Körperebene sofort in Gang. Der muss dann wahnsinnig viel Wasser trinken und da wirklich auch hinterher sein. Und dann bringt es auch Themen in Bewegung. Denn was diese hohe Schwingungsfrequenz ja macht, das ist auch, wie gesagt, das ist diese Bewusstseinsebene, von der der Hawkins spricht. Es lädt einen sozusagen immer ein und stimuliert einen, dass man auch selber höher schwingt. Wie du meintest, wenn ich jetzt mit einem Erleuchteten beim Dinner sitze, ja, dann fange ich an, immer mehr auch hochzuschwingen plötzlich. Das passiert einfach. Und das ist das, was eben so ein Block dann auch macht. Der lädt dann immer dazu ein. Wenn ich aber irgendwie so weit unten bin, dass ich da alle möglichen Themen noch habe und durch meine ganzen Wutprobleme und was weiß ich, Kindheitsmissbrauch und so weiter noch durchgehen muss schnell, dann gehe ich da lieber vorsichtig mit um und sage, okay, ich fange mal jetzt nicht mit der höchsten Stufe an, sondern ich gehe da erstmal langsam ran. So würde ich das beschreiben. Deswegen sind jetzt bei dem Quantum Upgrade zum Beispiel auch diese höheren Levels am Anfang gar nicht für jeden da. Die werden nach und nach dann freigeschaltet. Klar, wenn wir da jetzt jemanden haben, der ist neu und der hat aber die Erfahrung schon, dann kann er sich bei uns melden, dann schalten wir das frei. Das ist ja gar kein Thema, aber wir wollen da auch selber ein bisschen vorsichtig sein. Das fand ich eh generell bei euch toll. Irgendwie ist dieser Aspekt der Sicherheit sehr groß geschrieben, auch bei euch, ne? Am Anfang hat man gar nicht die Fähigkeit oder kann man gar nicht die freischalten und so weiter. Und immer wieder auch in deinen Interviews höre ich immer wieder auch diesen Sicherheitsaspekt raus. Also, ihr habt da schon Respekt vor dieser Materie, also vor dieser Kraft, die ihr da bündelt. Das finde ich super. Also jetzt für Zuschauer, Zuhörer, die das irgendwie ausprobieren wollen, oder wie würdest du da rangehen? Was würdest du denen jetzt empfehlen? Da sollen sie sich jetzt diesen Block holen, wo sie irgendwie ihre Lebensmittel, ihren Kaffee, ihre Schokolade aufladen können? Sollen sie sich jetzt Quantum Upgrade holen? Also können die das irgendwie testen? Also welche Schritte würdest du denen irgendwie an die Hand geben, sodass sie sich so mal risikoarm an dieses ganze Thema sozusagen heranwagen können? Ja, also ich würde immer jedem empfehlen, erstmal intuitiv zu fühlen, was ist jetzt da vielleicht der richtige Schritt, und so als Ideen wäre jetzt zum Beispiel, also auf der physischen Ebene,
Es sei denn, man weiß sofort, ich will einen Block. Ja, so. Manche wissen das sofort, bei denen ist das klar. Aber wenn ich da jetzt nicht bin, ich bin da vielleicht auch skeptisch, dann eine Heal-Kapsel. Ja, das ist die hier, die du auch hast. Das ist das Allrounder-Produkt, sage ich mal, mit der man schon wirklich einiges machen kann. Das hat jetzt keinen riesen Radius, aber für einen selbst ist es eben sehr stark unterstützend. Ich kann das auch neben ein Glas Wasser legen und da auch die Frequenzen reinspielen. Das harmonisiert auch elektromagnetische Felder jetzt für mich. Gibt auch mehr Energie. Bitte nicht nachts tragen, weil es für die meisten zu stimulierend ist nachts. Und damit würde ich beginnen. Ja, so, wer jetzt das Quantum Upgrade ausprobieren möchte, der kann das kostenfrei tun. Wir haben also ein 7 Tage Free Trial, wie man so schön sagt, ohne dass da jetzt irgendwelche versteckten Geschichten sind. Man muss einfach nur noch Bescheid sagen, wenn man das dann nicht mehr haben will. Und aber auch danach ist es so, dass ich jederzeit das kündigen kann. Es ist jetzt nicht, dass man da irgendwie jetzt einen 12-Monats-Vertrag eingeht oder irgendwas. Das wollen wir auch gar nicht, weil wir wollen nur Leute tatsächlich da haben, die das auch wertschätzen und die das wirklich für sich nutzen wollen. Das heißt, man kann bei uns wirklich jederzeit kündigen mit einer leichten E-Mail oder so. Das ist also gar kein Thema. Das sind so die Sachen, die ich jetzt erstmal vorschlagen würde. Und dann vielleicht wirklich die Telegram-Gruppe. Wir haben auch eine deutsche Telegram-Gruppe und vielleicht schicke ich dir den Link, wenn du den nicht hast, schicke ich den mal zu, dann kannst du den vielleicht zur Verfügung stellen. Das ist deutlich weniger, haben wir jetzt vielleicht 250 Gruppenmitglieder, nicht so riesig wie jetzt die amerikanische Gruppe. Aber das ist auch super, weil man da Fragen stellen kann zu den verschiedenen Themen und ja, andere Nutzer können einem eben auch weiterhelfen. Ja, genial, genial. Und woran würdest du sagen, wenn die jetzt zum Beispiel diese 7 Tage machen und die spüren es nicht, wie jetzt zum Beispiel irgendwie bei mir oder bei anderen und so weiter, aber woran würden sie denn trotzdem vielleicht merken, hey, da tut sich was? Also schon mal, was in den ersten 7 Tagen, wo sie vielleicht mal ihren Fokus drauf lenken sollten, einfach für sich als Wissenschaftler, als Detektiv, was würdest du sagen, sind so diese Metriken, wo du sagst, ah, okay, auch innerhalb der ersten 7 Tagen wird man da schon was spüren? Wird auf jeden Fall den Booster verwenden. Also der Booster ist etwas, wo man für eine halbe Stunde die Energie nochmal deutlich stärker hochfahren kann und das dann machen zu einer Zeit, wo ich die Möglichkeit habe, auch wirklich ein Check-in mit mir zu machen. Also ich gehe jetzt vielleicht im Wald spazieren mit dem Hund oder ich setze mich hin zur Meditation oder ich mache Yoga. Irgendwas, wo ich noch mit mir auch verbunden bin. Wenn ich jetzt in einem Meeting bin und mit 1000 Leuten quatsche und so, da kann ich den Fokus nicht haben. Da weiß ich nicht, was mir wirklich passiert. Wobei, das kann man natürlich auch spüren, aber ich sag mal so, weil meistens ist das dann vielleicht schwierig. Das wäre eine Möglichkeit, vielleicht zum Sport so einen Booster zu verwenden und zu gucken, ja, spüre ich da mehr an Energie? Manchmal rückblickend merkt man das dann auch, ja, dass man merkt, okay, oh, da war jetzt doch noch was passiert. Das sind so Sachen. Ich meine, Ben Greenfield ist ja auch ein ganz großer Biohacker in den USA. Der hatte das Quantum Upgrade erstmal auf Vollpower gestellt und auch nachts. Der wusste nicht, dass man das nachts eigentlich idealerweise nur auf 500 oder 600 lassen sollte. Der konnte 2 Nächte nicht schlafen. Und da hat er gedacht, das gibt's doch wirklich. Ich kann immer super schlafen. Jetzt konnte ich 2 Nächte nicht schlafen. Mensch. Und da hat er mit mir gesprochen, habe ich gesagt, Mensch, setzt dieses Level runter da für dein Quantum Upgrade nachts, ja. Du wirst tagsüber ja die Energie haben, nicht nachts. Hat es runtergestellt und dann sofort hat geschlafen wie ein Baby und tagsüber hat er dann die mega Energie gehabt. So kann man es auch spüren, aber das ist jetzt vielleicht etwas, was ich nicht unbedingt empfehlen würde, denn wenn wir schlecht schlafen, ist ja, oder wenig schlafen, nicht unbedingt das, was jetzt so gut für uns ist. Ja, das fand ich auch total überraschend und erstaunlich, weil ich meine, er ist ja der Mann, der Biohacker, der weiß ja alles über Schlaf, der hat all seine Mittelchen und so weiter und so fort, was weiß ich, und dann schafft er, und dann 2 Tage schläft er nicht, oder? Also das ist der Hammer, also das fand ich auch echt erstaunlich. Ich würde da noch hinzufügen, generell beim Thema Schlaf, ich habe das Gefühl, ich schlafe einfach tiefer. Gerade wenn ich irgendwie die Frequenz, irgendwie dieses DNA-Repair oder Cell-Protection habe, ich bin weg. Oder auch Heal ist unfassbar toll. Das würde ich sagen. Und generell,
würde ich sagen, einfach von der Stimmung her. Ich denke, es ist einfach, es macht einfach eine bessere Laune. Also auch stimmungstechnisch, dass man da mal vielleicht schaut oder dass man vielleicht auch dem Partner oder sonstiges erstmal gar nichts sagt und dann kommt der vielleicht mal auf einen zu und sagt, hey, irgendwas ist anders. Das ist nämlich auch immer eine ganz, ganz große Sache. Ja, also ich kann es auch jedem ans Herz legen. Ich empfinde das als eine unfassbare Unterstützung und auch so dankbar, so recht so, wie so eine Art Early Adopter sein zu dürfen, der jetzt davon profitieren kann. Ich meine, wir haben jetzt auch Sportler hier, das ist ja teilweise ja wettkampfentscheidend, wenn man einfach so eine Unterstützung hat. Oder wir haben auch Unternehmer dabei oder Leute, die in der Karriere aufsteigen wollen oder eine tolle Familie, eine gesunde Familie haben wollen. Also unfassbar, was das alles möglich ist. Und ich könnte da wirklich ganz, ganz viel und in ganz vielen Themen noch einsteigen. Aber ich fand, wir haben einen super Überblick gegeben. Und auf eurer Webseite kann man noch ganz viel nachlesen. Da sind alle Links zu den Forschungsarbeiten. Da sind Testimonials dabei. Wir teilen den Link zu der Telegram-Gruppe. Und natürlich auch zu diesem 7-Tage-Test, sodass man das einfach mal ausprobieren kann. Und ich freue mich auch riesig, wenn ich mir dann mal meinen Quantum-Block bestelle und werde das definitiv auch in meinem Newsletter oder hier auf YouTube dann teilen, was ich damit alles so mache. Und bedanke mich einfach bei dir und wünsche dir ganz viel Spaß dann beim Tennisspielen und sehr, sehr viel Erfolg mit all den Projekten. Und dann hoffentlich hören wir uns vielleicht dann doch nochmal in einem Jahr und schauen, was für Studien noch alles dazugekommen sind. Herzlich gerne, ja. Ganz vielen Dank also für die Einladung auch. Ich fand das Gespräch toll, also super Fragen und es ist immer schön, einfach durchzugehen durch die Sachen. Ich will eine Sache noch ganz kurz sagen, nämlich für alle die, die sich tatsächlich jetzt dann dafür entscheiden oder das Quantum Upgrade mal austesten, trinkt recht viel Wasser, recht viel gutes Wasser in den ersten ein, zwei Wochen, wo ihr das nutzt. Das ist auf jeden Fall hilfreich bei diesem Mehr an Energie. Das vergesse ich manchmal zu sagen und ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, also ganz toll, tolles Interview. Vielen, vielen lieben Dank und wünsche noch einen schönen Abend. Danke. Ciao, ciao.